Sporangium, griechisch Angion, gleich Gefäß. Annähernd kugelförmiger Behälter von Farnen, in dem die Sporen gebildet werden. Sporangien besitzen in den meisten Fällen einen besonderen Öffnungsmechanismus, um die Samen über möglichst weite Distanzen zu verteilen. Sporangium des Goldtüpfelfarns. Um die Sporenbehälter des Goldtüpfelfarns, Phlebodium aureum, wickelt sich eine Zellenreihe mit stark verdickten Innen- und Zwischenwänden, aber sehr dünnen Außenwänden. Anfänglich sind die Zellen mit reichlich Wasser gefüllt, doch während der Sporen reift, trocknen sie allmählich aus. Durch das verdunstende Wasser ändert sich der Druck innerhalb der Zellen. Ist ein kritischer Wert erreicht, kommt es zum Phänomen der Kavitation. In den Zellen bilden sich Luftblasen, woraufhin sie sich zur ursprünglichen Größe ausdehnen. Die starken Innenwände wirken nun wie eine gespannte Feder und krümmen die Zellreihe in die entgegengesetzte Richtung. Das Katapult ist geladen und die Sporen schleudern kurz darauf mit bis zu 10 Metern pro Sekunde aus der geöffneten Sporenkapsel heraus. Fallen die Sporen nach und nach auf fruchtbaren Boden, können daraus neue Goldtüpfelfarne gedeihen. Das Sporangium, hallo. Wir sind Rainer. Und Juliane. Und wir freuen euch, dass ihr da seid. Ich bin Juliane, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation und das ist ein Verein, der sich darum kümmert, dass Wissen weit verbreitet wird und offen wird. Und ich bin Rainer Rehak vom FIF, Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Eine unserer Aufgaben ist, Erklärbären zu sein und Wissen zu verbreiten und Wissen zu vermehren. Und wir brauchen die, die erklären, um dann das Ganze zu verteilen. Willkommen also beim Sporangium. Was erwartet euch in den nächsten anderthalb Stunden? Wir haben 8 Mikrokosmen, die euch von 8 Sporangisten und Sporangistinnen dargeboten werden und die dann, wie ich das gerade vorgelesen habe, bei einem Sporangium in ganz kurzer Zeit, also diesen 8 Minuten, in die Welt katapultiert werden und hoffentlich in euren Köpfen landen, da wie ein Blitzlichtgewitter auf fruchtbaren Boden fallen und sich dann weiter fortpflanzen. Und wir beginnen gleich mit unserem ersten Gast heute Abend. Das ist Benjamin Kees. Benjamin Kees ist im Vorstand des Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. Und er ist Leiter bei dem Think Tank Agora Energiewende. An der Humboldt-Universität und der Universidad de La Habana, Cuba studierte er Informatik und Ingenieurpsychologie. Dann hat er sich in seiner Diplomarbeit mit einem hochinteressanten Thema beschäftigt. Er forschte aus technischer, soziologischer, psychologischer und juristischer Perspektive die gesellschaftlichen Probleme, die durch Automatisierung von Videoüberwachung entstehen. Das Ganze in ein bisschen leichter erklärter Form hat er dann auch in einem Buch veröffentlicht. Und zu diesem Thema haben wir ihn gebeten, heute in 8 Minuten euch zu erklären, was automatisierte Videoüberwachung ist und was es damit auf sich hat. Hallo Ben. Von Computern, die auf Menschen starren. Ich habe eine sehr, sehr wichtige Arbeit geschrieben vor einigen Jahren. Daran, dass sie wichtig ist, das merkt man nicht nur an dem Seitenscheitel und an der Brille, die runtergesetzt ist, sondern auch, dass tatsächlich die Inhalte immer noch nicht verstanden worden sind. Denn wir haben Gesichtserkennung am Südkreuz und andere Länder beginnen auch Social Scoring, wo Menschen beobachtet werden und in Kategorien eingeteilt werden. Ich habe mich durch einen großen Berg wissenschaftlicher Arbeiten gewühlt zu verschiedenen Themen und habe Bausteine identifiziert, aus denen man dann so ein Stadtüberwachungssystem bauen kann. Und dieses
fiktive System, noch war es fiktiv vor 4 Jahren, habe ich dann auf gesellschaftliche Auswirkungen untersucht. Dann kam, während ich noch geschrieben habe, Snowden, hat uns informiert darüber, dass es eigentlich alles viel schlimmer ist schon, und ich habe noch mal 4 Monate drauf, 2 Monate weiterarbeiten können. Videoüberwachung. Wird immer gesagt, zu unserer Sicherheit, wenn man so einen U-Bahnhof betreten hat bis vor kurzem, zu ihrer Sicherheit wird dieser, Bahnhof videoüberwacht. Früher wurde Sicherheit im öffentlichen Raum durch soziale Kontrolle irgendwie geschaffen. Man wurde also angetippt und gesagt, so mach das mal nicht. Seit ein paar Jahrzehnten haben wir diese Kameras überall rumzustehen und diese Bilder landen dann entweder auf irgendwelchen gespeicherten Medien oder jemand guckt sich die tatsächlich an. Kameras sind gedacht gegen Gewalt, gegen Kriminalität und gegen Vandalismus. Nur hat sich leider in der Praxis herausgestellt, Gewalttäter ignorieren die Kameras, Kriminelle haben Köpfchen und, naja, Vandalen haben Kapuzen. Sicherheit hat sich also nicht eingestellt. Man könnte also eigentlich sagen, jedes Überwachungsvideo, das Gewalt zeigt, ist ein Beweis dafür, dass Videoüberwachung ihnen keine Sicherheit bringt. Es gibt tatsächlich keine wissenschaftlichen Beweise, dass Videoüberwachung irgendwelche präventiven Maßnahmen tatsächlich macht. Aber es gibt immer wieder so Griesgrame des Inneren in verschiedenen Generationen, die dann sagen, ja, egal, wir brauchen mehr Kameras und am besten noch mit diesem Wunderding Computer, die dann angucken. Die Idee ist also, man hat dieses Kamerasystem, leitet die Bilder zu so einem Wunderding Computer und dann gibt es irgendwie sowas wie so einen Alarm, auf den jemand dann reagiert. In der Wirklichkeit ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Das habe ich mir angeguckt. Habe mir also angeguckt, aus welchen Bauteilen wird es gemacht. Ich habe mich mit Kameratechnik beschäftigt, künstlicher Intelligenz, Biometrie, Vernetzung, Sensoren, Drohnen, Internetquellen, Bedienung und Datenbanken. Sehe ich das? Ich bleibe stehen. Angeblich ist das dein Bart. Zeitstopp. Das zählt nicht zur Zeit. Wir werden sehen. Ich habe das also alles zusammengebaut, habe mir mal so ein Szenario ausgedacht, habe mir angeguckt, wie das aussehen könnte, habe mir auch angeguckt, wie jemand dann, der damit sich beschäftigen muss, wie das dann alles kommuniziert wird von so einem System. Genau. Was soll also so ein System tun? Kleiner Auswahl, soll Abweichung erkennen. Vom Normalität, wird dann erkannt. Zweitens, Verhalten soll bewertet werden, das Bernd. Der wird angeguckt, sein Ausdruck ist 92% aggressiv, Haltung ist angespannt, Gang ist hektisch, wird also als verdächtig markiert und es gibt einen Alarm. Drittens, man soll identifiziert werden, alle kennen schon so Gesichtserkennung, das ist auch was am Südkreuz gerade lief, von den Telefonen, das funktioniert so unter Laborbedingungen ganz gut. Was da geschehen ist, kann man drüber streiten. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, mein GIF funktioniert. Ja, es gibt also auch die Möglichkeit, Menschen am Laufstil zu erkennen, wie Herr Jackson, Herr Rodriguez hier, Mr. Chapman oder der kleine grünhaarige Freund, die kann man dann also alle erkennen. Witzig, dass ich alle als Lego-Figur gefunden habe. Also Entschuldigung, ihr seid doch beide hier vom Forum Informatikerinnen. Das muss doch hier funktionieren. Wieso? Läuft doch. Ja, aber eher rückwärts. Uff. Also ich sage mal 4 Minuten, Ben, ne? 4 Minuten. 3 Techniker am Werk. So, super, weiter. Okay, wer kennt diese tolle Melodie, die immer so gepfiffen wird bei bestimmten Danke? Also das habe ich schon besser gehört. Jetzt wirst du auch noch fotografiert. Irgendjemand will nicht, dass ich weitererzähle. Ja, Videoüberwachung, Ben, Videoüberwachung. Have you tried turning it off and on again?
Ich bin übrigens nicht IT-Leiter, ich bin IT-Leiter und nicht Leiter der Agora Energiewende. Das macht jemand anderes. Okay, wir probieren das mal nachzumachen. Ich favorisiere links unten. Wer erklärt sich freiwillig, das hier mal kurz vorzumachen? Egal. Also wir sehen auf der linken oberen Hälfte Michael Jackson, der macht den Moonwalk. Wenn man hat Schwierigkeiten, optisch zu erkennen, welche der wirklichen Bewegungen tatsächlich nach vorne und nach hinten geht. Also es ist ein sehr interessant zu beobachtendes Phänomen. Herr Chapman, hier unten links. Ah. Nicht Chapman. John Cleese. Ja. Sehr gut, sehr gut. War ein guter Test. Übrigens kann man tatsächlich auch schon bei Gesichtserkennung an sehr, sehr wenigen Pixeln Menschen erkennen. Also man braucht ungefähr nur so eine Auflösung von 80 mal 80 Pixeln, wenn man Gesichtserkennung schon durchführen will. Also so dieses ganz hoch aufgelöste ist in vielen Umständen gar nicht nötig. Ich möchte noch mal einen kurzen, ja, zurück zum Sporangium und der Wissenschaft. Was ja sehr faszinierend an diesen Farnen, ja, ist, dass es gibt ja auch solche, die das herauskatapultieren, ne, verschiedene Eröffnungsmechanismen, die sich dann so aufrollen. Ja? Also man hat dann so ein Farn und dann hat man so eine Rolle, die sich auftut und dann wird es so rausgeschleudert. Du hast jetzt noch 4 Minuten. Rausgeschleudert werden auch Informationen, nämlich wenn man sehr hoch aufgelöste Bilder hat, zum Beispiel so von Pressekonferenzen, da sieht man dann tatsächlich, wenn man ein bisschen ranzoomt, bei sehr hohen aufgelösten Kameras tatsächlich auch die Fingerabdrücke. Jetzt klärt sich auch eins der größten Phänomene, die wir so haben, nämlich warum Frau Merkel uns einfach nicht ihre Fingerabdrücke zeigen will. Genau, mit diesen Informationen kann man dann Menschen über mehrere Kameras hinweg verfolgen und Bewegungsprofile erstellen. Viertens, wir waren ja gerade in der Aufzählung, kann man so einen Background-Check im Internet machen dann. Also es werden Texte analysiert, irgendwelche Social Media und Datenbanken können analysiert werden. Dahin geht auch die Forschung. Also fünftens, man kann diese Profile dann auch speichern, also Bewegungsprofile und solche Dinge. Bei den Daten, die wir sozusagen alles produzieren, kommt dann eine ganze Menge zusammen. Ich habe mir also dieses System nicht mit der rosa-roten Brille angeguckt, sondern ich habe mir die Informatikerbrille, die Soziologenbrille, die Psychologenbrille und die Juristenbrille aufgesetzt und habe hab Probleme identifiziert. Und zwar erstens, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann technisch überhaupt nicht geschützt werden. Selbst wenn man bestimmte Informationen ausblendet, kann man aus dem Kontext immer noch sehr, sehr viel generieren. Also viele sagen, die automatisierte Videoüberwachung ist dazu da, irgendwie Daten zu schützen. Das ist Quatsch und man kann auch aus technischen Gründen diese Informationen nicht absichern gegen Begehrlichkeiten. KI und solche Systeme, um überhaupt irgendwie ansatzweise zu funktionieren, sind sehr datenhungrig. Also man muss sehr, sehr viel Informationen reingeben, damit überhaupt irgendwas Sinnvolles rauskommt. Das ist also auch nicht sehr datenschutzkonform. Kann man viel drüber sprechen. Und wenn man dann solche Systeme gefüttert hat mit irgendwelchen Informationen, um irgendwie Abweichungen zu erkennen, dann gibt es eben auch Diskriminierung da drin. Kann man schlecht entdecken. Viertens, automatisierte Entscheidungen sind kaum zu verhindern, weil die Operateure und Operateurinnen können gar nicht in die Lage versetzt werden, diese Informationen, die vom System kommen, wirklich nachzuvollziehen, weil die Wege, die da drin stattfinden, ja, Informationsverarbeitung viel zu kompliziert ist, meiner Meinung nach. Wenn man nicht ausschließen kann, dass man digital überwacht wird oder dass später irgendwann mal dieses Bildmaterial irgendwie ausgewertet wird, führt es zu Konformität und Gefahr für Demokratie, weil sich eben Bernd vielleicht eher auf die Couch entscheidet, als auf die Demo zu gehen, wenn er weiß, dass da hoch aufgelöste Bilder gemacht werden. Fazit, automatisierte Videoüberwachung ist technisch bedingt fehlerhaft, dabei ziemlich unkontrollierbar und wirkt auf technische, soziologische und psychologische Weise einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegen. Mehr dazu im Internet und seit dem Südkreuz auch für 0 Euro zu lesen. Wunderbar, herzlichen Dank, Ben.
Wir machen jetzt, um rauszufinden, wer von unseren nächsten Sporangiastinnen den nächsten Vortrag halten wird, eine Auswahl. Behalt's für dich. Oh, toll. Ich bin gespannt. Moment, gleich. Also, wir haben ja eben gerade eine Konstruktion, eine hypothetische, aus real existierenden Bestandteilen bestehende Videoüberwachungssystemanalyse gesehen. Und es ist ja noch nicht so, ne, diese Hintergrundanalysen, dass das so ganz bandbreit in alle Richtungen sozusagen diese Informationen über Leute, die im Video überwacht und erkannt worden sind, Facebook-Analysen gleich mit dazu zu ziehen, hierzulande. Allerdings gibt es Orte auf diesem Planeten, wo tatsächlich ohne Datenschutz einfach mal technisch ausprobiert werden kann, was so geht. Und deswegen hören wir jetzt Katika Kühnreich, No Freedom Left, Game Over, das Spiel mit dem Social Credit Score. Wunderbar. Und Ben, du hast hier natürlich auch so einen Farn verdient, dass du nachher trötend aufrollen kannst. Du kannst dich jetzt hier setzen und einen Stuhl aussuchen. Ich muss erst mal mich entkabeln. Ah ja, richtig. Liebe Katika, willkommen. Das ist nur das Weltbild als Hintergrund die ganze Zeit. Katika Kühnreich ist Politikwissenschaftlerin und auch Sinologin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung und der Umgang mit Dissens, was ich sehr, sehr gut finde. Auch damit muss man immer mal umgehen. Und sie verbindet dieses theoretische Wissen, was sie in ihrem Studium mühevoll und sicher auch freudig erarbeitet hat, mit ihrer Erfahrung, die sie in ihrer Zeit in China gesammelt hat. Und was dann dabei am Ende herauskommt, sehen wir jetzt. 3, 2, 1, Sporangium! Okay, ich muss jetzt als erstes enttäuschen. Ich werde gar nicht so viel über China sprechen, weil ich so viele Reaktionen auf den Vortrag gekriegt habe, dass das anscheinend Überwachung ein chinesisches Problem sei, dass ich gedacht habe, okay, Nachhaltigkeit. Und außerdem wurde mir gesagt, ich soll was komplett Neues machen. Geht es jetzt los mit Scoring allgemein und was damit alles zusammenhängen kann, denn Scoring passiert nicht einfach. Und deswegen habe ich dieses Bild gewählt, weil bei der Digitalisierung vergessen viele Leute, dass wir auf einem begrenzten Raum leben, nämlich auf einem kleinen Planeten, der im Weltraum schwebt. Und dieser Planet hat endliche Ressourcen. Und wir haben auch endliche Ressourcen und ein endliches Leben. Auch wenn die Digitalisierung uns das anders versucht oder uns die Digitalisierung anders präsentiert wird, sie hat es immer noch nicht geschafft, Rohstoffe oder Zeit zu kopieren. Copy-Paste funktioniert in dem Bereich nicht. Und deswegen möchte ich über Digitalisierung und Auswirkungen sprechen in Bezug auf Scoring. Digitalisierung braucht Unmengen an Energie und darüber wird viel zu wenig geredet, glaube ich. Und Digitalisierung wird uns eben als Entgrenzung präsentiert, obwohl unser Planet und wir selber sehr begrenzt sind in unserem Leben. Und es wird sehr wenig darüber gesprochen, wozu diese ganzen Rohstoffe und diese Energie eben eingesetzt werden für die Digitalisierung. Was bringt sie denn uns? Was bringt sie dem Planeten? Was bringt sie der Gesellschaft? Ich glaube, das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten, bevor uns Leute digital oder analog hinters Licht führen. Und wieso wird die Digitalisierung so oft eingesetzt, um zu versuchen, soziale Probleme technologisch lösen zu wollen? Was bringt das also alles mit sich? Ich bin sehr analog, wie ihr seht. Zum Thema Scoring. Die Digitalisierung wird gerne dazu eingesetzt, um uns zu scoren. Das heißt, einen Menschen in all seinen Verschiedenartigkeiten in einen Nummernwert umzuwandeln. Und bewertet werden wir unter anderem sehr gerne und sehr einfach aufgrund unseres Online-Verhaltens. Alles, was wir online tun, ungeschützt, das kann ausgewertet werden, gespeichert und im Zweifelsfall gegen uns verwendet werden. Und nach welchen Regeln? Wie funktionieren diese Algorithmen, die uns bewerten und unser Verhalten? Das wird uns nicht mitgeteilt und das finde ich äußerst unfair. Also, ich finde Fragen, die wir stellen könnten, wer bewertet uns? Zu welchem Zweck werden wir bewertet? Und mit welchem Recht werden wir bewertet? Denn haben wir irgendwann mal dazu Ja gesagt? Haben wir gesagt, ja, überwach mich? Und dann haben Leute gesagt, ja, in China, die lassen ja alles mit sich machen, der Chinese an sich, das fand ich sehr schwierig. Denn nicht nur Chinesen erzeugen Daten, mir ist aufgefallen, auch im Westen passiert das ab und zu. Und dann sagen Leute, ja, wieso machen denn Leute mit bei so einem System? Und dann kommt man zum Punkt Gamification.
Gamification, eine Technik, die eigentlich für Computerspiele entwickelt wurde, wurde aber in fremde Umgebungen übertragen, weil wir so schön die Zeit vergessen, wenn wir spielen. Und so werden wir durch analoge und zum Teil auch sehr viel digitale kleine Geschenke, die uns gemacht werden, dazu gebracht, unser Verhalten zu ändern, zum Beispiel viel mehr Daten zu erzeugen und unsere Lebenszeit dazu zu nutzen. So laufen wir immer wieder den kleinen digitalen Keksen hinterher, um zu hoffen, dass wir irgendwann diesen Gratis-Mixer kriegen von Payback oder anderen. Und Facebook und Payback, das ist nicht aus Versehen passiert, dass sie das benutzen, das ist Design-Pattern, wie man so schön sagt im Englischen. Das ist also volle Absicht. Und außerdem hoffen diese Firmen, dass wir nicht nur diesen digitalen Keksen hinterherlaufen, sondern auch vollkommen abhängig werden von diesem Dopamin, was unser Gehirn ausschüttet, auf diese kleinen und großen Belohnungen hin. Und dass wir immer mehr Zeit mit ihren Plattformen verbringen. Lebenszeit, die nicht zurückkommt. Denn Daten sind heute Macht. Und wir geben sie weg, sehr schnell, an Stellen, die wir nicht kennen. Und je mehr wir über uns preisgeben, desto schneller können wir beeinflusst werden, weil man ja schon weiß, was man uns füttern kann, was wir mögen, was wir ablehnen, wie wir uns bestärkt fühlen. Und das ist wieder Macht. Und das System, in dem wir leben, heißt halt nicht Humanismus, sondern Kapitalismus. Und die Digitalisierung muss man leider auch unter diesem Filter sehen. Und diese Gesellschaft, in der wir leben, die ist inzwischen komplett zersplittert. Das ist so ähnlich, ich wollte erst ein bisschen Glas kaputt schmeißen hier. Und diese Gesellschaft ist sozusagen zersplittert, stellt euch ganz viele Scherben vor. Und wir betrachten diese Scherben. Und ich glaube, die meisten von uns haben vergessen, was man daraus alles wieder zusammensetzen konnte. Und Digitalisierung und Gamification bringen uns dazu, auf diese Scherben zu starren und komplett abgelenkt zu sein von sehr vielem. Und zum Teil versuchen wir uns sogar, soziale Nähe davon zu holen und versuchen uns an Scherben heranzukuscheln, um Nähe zu spüren. Und wir haben keine sozialen Netzwerke mehr, sondern Versicherungen, Dienstleistungen und Bausparverträge. Aber was passiert, wenn wir alle unsere Geheimnisse preisgeben an Firmen und an Regierungen, die wir zum Teil noch gar nicht kennen? Wenn wir unsere Wünsche und Hoffnungen einfach preisgeben, dann haben wir unsere Privatsphäre aufgegeben. Und wir sind sehr nackt und bloß gegenüber anderen Mächten, denn Daten sind Macht. Und gesellschaftliche Verbesserungen können vielleicht verhindert werden, bevor wir uns noch zusammengerottet haben, um diese durchzusetzen. Daten sterben nicht, wir sterben. Aber diese Daten, die wir jetzt erzeugen, können in ein paar Jahren für oder gegen uns benutzt werden. Diese Kategorien, danke, das muss ich nicht mehr erklären, dachte der Vorredner, danke schön. Und diese Kategorien können gegen uns verwendet werden. Wir wissen noch nicht mal, wie sie passieren, in welchen Kategorien wir setzen. Peters Problem wurde das von einem großen deutschen Philosophen genannt. Wir sind also heute noch gegen diese Kategorien ziemlich, ziemlich hilflos. Und da Daten nicht sterben, wissen wir auch nicht, welche Kategorien in 10 Jahren darauf angepasst werden. Denn wir wissen nicht, wer in 10 Jahren in China, in Deutschland an der Spitze steht oder bei Facebook oder WeChat. Wir wissen also nicht, wie die Daten später gegen uns verwendet werden können. Gesellschaft, das ist mehr als die Menge von Smartphone-Nutzerinnen auf einer Stelle. Gesellschaft heißt immer, Konflikte zu haben. Und statt zu versuchen, diese technologisch zu lösen, sollten wir vielleicht lernen, damit zu leben, dass es Konflikte gibt und ihr Potenzial erkennen. Denn technologische Lösungen für soziale Probleme im Kapitalismus heißt, Macht und Werkzeuge der Manipulation in die Hände von sehr wenigen zu geben und uns scoren zu lassen. Und dass eine abgelenkte Gesellschaft kaum mehr Einfluss auf diese Machthaberinnen und Machthaber hat, während unser Planet zu Schanden geht, denn es braucht sehr viel Energie für diese Digitalisierung. Was können wir also tun? Wir können einfordern, dass Regeln, Techniken, Kategorien, Daten öffentlich gemacht werden. Aber wir können auch analoge Netzwerke bilden und sagen, dass wir uns organisieren und fordern, und zwar nachhaltig fordern, dass Maschinen und Hilfsmittel als Hilfsmittel eingesetzt werden, nicht als Selbstzweck. Wir können analog versuchen, unsere Macht zu haben, denn wir sind viele. Und es wird nicht einfach, aber es wird wunderbar, denn wir haben nur diesen einen Planeten und wir können Wunderbares zusammen erleben. Nehmen wir uns also unsere Zeit, unser Leben, unsere Lebenszeit und unseren Planeten zurück. Für ein gutes Leben, kein effektives, und für eine Gesellschaft, die autonom vernetzt ist. Das war schon. Ein gutes Leben.
Leute unter Zeitdruck. Was ist das, wenn man Leute unter Zeitdruck setzt? Ja, stimmt, genau. Ich fand erstmal vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Ja, apropos Zeitdruck. Ich fand es ja sehr schön, vorhin durch das Forum gewandelt zu sein, wo dann auch Menschen schliefen. Und, hätte ich so gerne gemacht. Und ich dachte mir so, ja, wenn wir hier eine Konferenz haben, wo Degrowth und irgendwie weniger Wachstum und so eine Rolle spielt, dann kann man da auch mal eine Pause machen. Finde ich total passend. In China war das eine Zeit lang eine sehr wichtige Kulturtechnik, Xuxi. Das ist Schriftzeichen dafür, ist ein Mensch, der unter einem Baum ist. Oh, okay. Und es wurde vor der Digitalisierung sehr hoch geschätzt. Jetzt ist es ein Funkmast, oder? Okay, gut. Wahrscheinlich okay. Smartphone. Du hast jetzt die Möglichkeit, die nächste Person auszusuchen, die jetzt dran ist. Auf welcher Datenbank? Wähle eine Karte. So, stopp, noch nicht sagen. Ist es auch noch andersrum? Oh, es ist falsch rum. Okay, ja. Aha. Okay, gut. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Wir haben ja jetzt gerade gehört, wie zum Beispiel in China und vielleicht auch zunehmend hierzulande die Digitalisierung und die Produkte dessen quasi in den Händen weniger liegen und dadurch die Entscheidungen darüber natürlich auch in den Händen weniger liegen. Aber was passiert oder welche Ansätze gibt es denn bei bestimmten Entscheidungen, zum Beispiel wenn man Stromleitungen verlegen möchte, zum Beispiel wenn man bestimmte Interessen mit einbeziehen will, die verschiedentlich aussehen, wie man da irgendwie Aushandlungsprozesse haben kann, das vielleicht lange dauert und aufwendig ist, aber auf alle Fälle eine bessere Option als in China eine sogenannte Durchsetzungs-, ja, also das sozusagen das die durchgesetzten Entscheidungen. Und deswegen hören wir jetzt... Wo Katika mir erzählt hat, dass das auch dazu führt, dass Regierungsgebäude in Brand gesetzt werden. Das ist jetzt ja auch nicht so der Lösungsweg. Ne? Regierungsgebäude? Ja, in China kann man nicht einfach ein Großprojekt durchsetzen. Die Regierung versucht den Leuten seit Jahren Unterschriftenaktionen beizubringen und dass man nicht direkt gegen Sachen vorgeht, aber bisher ist das so mäßig erfolgreich. Okay. Also das ist nicht so wie hier, dass man eine Unterschriftenaktion hat. Ja. Also lieber Demokratie. Genau. Und deswegen hören wir uns jetzt mal an, ein paar Gedanken und Ideen dazu, wie man bestimmte Dinge umsetzen kann. Und zwar hören wir jetzt. Antina Sander, 100% Erneuerbare, Leitfragen zum Netz. Hallo. Und hier ist dein Fahren. Juhu. Hallo Antina. Setz dich. Danke. Das ist super. Ich sage drei. Ah, Moment. Wir wollen natürlich noch was zu Antina sagen. Ja, bitte. Sag doch Antina. Ja, also Antina, wer sie nicht kennt, ja, also für die wenigen stelle ich jetzt Antina vor. Sie ist Projektkoordinatorin der Renewables Grid Initiative, kurz RGI. Und das Schöne ist, dort arbeiten NGOs und die Industrie zusammen. Also das stelle ich mir sehr interessant vor. Dort ist sie zuständig für den Netzaufbau für die Energiewende, über die wir ja heute auch schon viel gelernt haben und immer noch lernen wollen. Und zu diesem Thema, hat sie mir verraten, ist sie auch schon vor 8 Jahren bei einer Masterarbeit hängen geblieben. Hängen geblieben, genau. Und sicher hast du aber trotzdem ganz viel Wissenskonfetti für uns. Und deswegen sage ich jetzt 3, 2, 1. Genau. Sporangium. Lieben, hallo, ich bin Antina. Ich erzähle euch was in 8 Minuten über Erneuerbare, die Energiewende und Stromleitung. Das ist ein Zitat aus 1993, da haben große Stromerzeuger in großen Tageszeitungen geschrieben, mehr als 4% Erneuerbare im System. Das klappt nie, das haben sie auch vor 5 bis 7 Jahren noch gesagt. Inzwischen haben wir im Schnitt in Deutschland 36% Erneuerbare im Stromsystem, an manchen Tagen wesentlich mehr und wir sind auch nicht alleine in Europa. Es gibt manche Länder, Portugal zuletzt, die mehrere Tage in Folge 100% Erneuerbare geschafft haben. Und das hat sehr viel zu tun, also das Licht ist nicht ausgegangen, mit diesen Dingern hier, den Stromleitungen. Es gibt mit Stromleitungen allerdings ein Problem. Sie sind total unpopulär. Und das ist vereinfacht ausgedrückt Ursache von 2 Punkten. Erstens, sie sehen nicht schön aus. Und zweitens, wenn man nicht ordentlich aufpasst, dann machen sie Natur kaputt. Es hängen sich zum Beispiel Vögel drin auf. Und worüber ich jetzt rede, sind 3 typische Vorschläge, was man denn jetzt machen könnte, um dieses blöde Problem mit den Stromleitungen gelöst zu kriegen.
die ziemlich gut klingen, aber wenn man ein bisschen differenzierter darüber nachdenkt. Vorschlag Nummer eins ist, wir können die doch einfach alle unter die Erde packen. Das aus der Perspektive der zwei Probleme sieht scheiße aus und es hängen sich Vögel dran auf. Ein guter Vorschlag, weil dann sieht man sie irgendwie nicht mehr so und die Vögel können locker drüber wegfliegen. Wenn man allerdings nicht die Vögel fragt, sondern hier stellvertretend den Regenwurm, dann ergibt das schon ein viel differenzierteres Bild. Das ist ein sehr indignierter Regenwurm, denn der Regenwurm, der war vorher da, wo jetzt diese Baustelle von dem Höchstspannungserdkabel ist. Und der sagt, ich fühle mich da gar nicht mehr so wohl. Es gibt wunderschöne Tests, da werden Elektroschocks in die Erde gejagt und hinterher wird gesammelt, der Regenwurm, der da hochgekrabbelt kommt. Und je nachdem, wie viele Regenwürmer noch drin sind, weiß man, wie gut die Bodenqualität ist. Es ist relativ schwierig, sowas zu bauen und die Bodenqualität, die Schichtung der einzelnen Erdlagen so fluffig hinterher wieder hinzukriegen, wie das vorher war. Der Regenwurm steht auch stellvertretend für den Landwirt, der sagt, was ist denn jetzt mit meinen Kartoffeln und meinen Erbsen? Man kann sich da sehr viel Mühe geben, man kann das schon ganz gut wieder hinkriegen, aber es ist halt nicht so einfach. Das heißt, nicht nur der Regenwurm, sondern auch der Landwirt sind relativ unglücklich über diese Erdkabel. Umgekehrt hat man, was die Überlandleitungen angeht, mittlerweile ziemlich viel darüber gelernt, was man machen kann, damit sich die Vögel halt doch nicht dran aufhängen. Und was man zum Beispiel machen kann, damit darunter Biotope entstehen, die wesentlich mehr Biodiversität haben als Landwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter. Das heißt, obwohl Erdkabel in manchen Situationen definitiv die bessere Lösung sind, sind sie einfach nicht immer die bessere Lösung. Dann gibt es den Vorschlag Nummer zwei. Was mache ich jetzt mit den Leitungen? Energiesparen. Energiesparen ist auch ein ziemlich guter Vorschlag. Ich bin ein großer Freund von Energiesparen. Ihr könnt euch mit meinem Mann, der sitzt da hinten, über die Temperatur in unserer Wohnung, die Pullover, die Hausschuhe und das kalte Duschen unterhalten. Das Blöde mit dem Energiesparen ist, dass es trotzdem nicht automatisch dazu führt, dass wir weniger Leitungen brauchen. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, selbst wenn wir ganz viel Energie sparen, wollen wir, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, ja nicht einfach nur den Stromsektor, die Energie im Stromsektor reduzieren, sondern wir müssen auch den Wärmesektor und den Transportsektor elektrifizieren. Das heißt, in Summe geht der Energieverbrauch, selbst wenn wir im klassischen Stromsektor weniger verbrauchen, wahrscheinlich hoch. Gerade haben wir auch noch zum Thema Stromverbrauch und Digitalisierung was gehört. Also die Wahrscheinlichkeit, dass nur weil wir richtig viel Strom sparen, wir weniger Strom verbrauchen, ist durch die Elektrifizierung anderer Sektoren relativ gering. Das Zweite ist, dass wenn man erneuerbare Energie da erntet, wo am meisten davon wächst, einfachstes Bild der Offshore-Windpark, dann ist das natürlicherweise einfach verdammt weit von dort entfernt, wo wir sitzen und den Hörsaal beleuchtet haben wollen. Das heißt, auch wenn Stromsparen eine gute Idee ist, ist Stromsparen nicht automatisch der Weg, um weniger Leitungen zu brauchen. So, und dann gibt es den dritten guten Vorschlag, der ist, ja, dann lassen wir das halt mit den Offshore-Windparks und machen das einfach alles möglichst dezentral und digital und smart. Und ich habe noch 4 Minuten übrig, mal gucken, wie das hinhaut. Das mit dem möglichst Dezentralen ist ein tatsächlich relativ ideologisch aufgeladene Geschichte. Der Vertreter des alteingesessenen zentralen Systems findet, das sind alles, naja, überspitzt ausgedrückt, esoterische Gurus. Die esoterischen Gurus sagen, das ist der böse Kapitalismus, der weiterhin das zentralistische System aufrechterhalten will. Ich habe irgendwann angefangen, meine Sicht auf das Ganze mit einem Bild aus der Landwirtschaft wieder zu erklären, nämlich, ich finde es sehr wichtig, dass jeder, der möchte, seine Karotten im Balkonkasten und Tomaten auf dem Dach und vielleicht noch einen Apfelbaum auf dem Gehsteig, Urban Gardening und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Winter und wir wollen halt leider eigentlich doch alle ganz gerne den Supermarkt haben, wo wir hingehen können und uns immer noch mit Obst und Gemüse und anderen Sachen eindecken. Das Gleiche passiert auch bei Erneuerbaren, das nennt man dann Dunkelflaute. Wer den Berliner Winter kennt, braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, da gibt es manchmal mehrere Wochen in Folge, da weht kein Wind und da scheint auch keine Sonne. Und in der Situation brauchen wir dann entweder alle einen riesen Kühlschrank, wo das alles drin ist für mehrere Wochen für die ganze Stadt, oder wir brauchen eine andere Lösung.
Der erste Vorschlag ist dann, wir können vielleicht die Kohlekraftwerke doch noch ein bisschen länger stehen lassen und wenn wir sie gerade mal brauchen, machen wir sie an. Das geht schon, kostet viel Geld, führt dann am Ende doch wieder wenige Wochen im Jahr und hat auch mit der Energiewende nichts mehr zu tun, weil dann haben wir ja wieder die Kohle. Dann gibt es den Vorschlag mit den Speichern. Speicher sind super wichtig. Speicher werden auch perspektivisch eine richtig große Rolle spielen, auch Power to Gas, also Erneuerbare in Gas umwandeln und das Speichern wird eine große Rolle spielen. Im Moment sind die Speicher aber noch richtig groß und richtig teuer, also ungefähr so, wie wenn wir, wer alt genug ist, hat eine Vorstellung wie die ersten kabellosen Telefone und noch größer. Das kommt irgendwann, aber noch sind wir nicht so weit. 2 Minuten, ich glaube, ich schaffe das. So. Und dann sind wir eben wieder bei den Leitungen, weil die Leitungen uns helfen, dann doch von daher, wo der Strom gerade verfügbar ist, aus dem Süden oder vielleicht auch aus den Wasser, den Kraft, den Seen im Norden, Strom zu bringen, wenn bei uns die Dunkelflaute herrscht. Heißt zusammengefasst, das Dezentrale wird eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, aber zu meinen, dass man alles dezentral lösen kann und dann keine Leitung mehr braucht, ist eben auch ein bisschen optimistisch. Und deswegen die Moral von der Geschichte in meiner letzten Minute, ja genau, es gibt total viele tolle Lösungen, aber wenn es zu einfach klingt, dann ist es vielleicht wirklich einfach zu einfach. Und deswegen ist es immer gut, sich nochmal mit jemand anderem zu unterhalten, der eine andere Perspektive auf die gleiche Geschichte hat und andere Ideen, mit den Leuten gemeinsam Lösungen zu bauen. Das ist einer der Gründe, warum ich in einer NGO bin, wo eben die, die die Leitungen bauen und Naturschützer zusammenarbeiten, 0,5. Und damit Lösungen zu basteln, die dauerhaft funktionieren und dabei idealerweise immer vergnügt und optimistisch bleiben. Ich danke euch. Ja, herzlichen Dank. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in verschiedenen Situationen auch verschiedene Bürgerinnen und Bürger und Interessengruppen da verschiedene Ansicht haben und dass da viel ausgehandelt werden muss und Beteiligungsverfahren. Und apropos Beteiligungsverfahren, du kannst jetzt den nächsten Sprecherinnen auswählen. Partizipativ. Richtig. Mit offenen sozusagen. Wir spielen mit offenen Karten. Alternativen. Ja. Schön aufbrechen, damit sie nicht sieht, was drunter steht, ne? Genau. So. Und noch für dich behalten, bitte. Ich muss mir natürlich eine Überleitung ausdenken. Ah, interessant. Okay, also wir haben jetzt gerade eben was über Netze und Dezentralität und Aushandlungen gehört. Und genauso wie es das in Bezug auf Stromleitungen und knallharte Materie gibt, gibt es das aber auch für sogenannten Netzwerkkonsens. Und manchmal gibt es ja so Lösungen, die will man einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und dann stellt sich die Frage, an wem probiert man Dinge aus und wie probiert man die aus und wie viel denkt man vorher darüber nach? Und deswegen hören wir jetzt einen interessanten Vortrag und zwar Leon Kaiser, Blockchain ist mit Doppel-S Vertrauen. Dankeschön. Und hier ist dein Farn. Ja. Leon, komm doch bitte zu uns. Leon schreibt für Netzpolitik.org, ihr habt ihn heute vielleicht bei der Eröffnung schon auf der Bühne gesehen, über die Themen Datenschutz, Überwachung und digitale Städte. Und er hilft und half uns jetzt auch bei der ganzen Organisation. Er hat eigentlich was ganz anderes studiert, nämlich Kulturwissenschaften und digitale Medien, also ein bisschen anders, das wusste ich auch nicht. Und er hat für seine Abschlussarbeit jüngst den Weizenbaumpreis 2018, Weizenbaum-Studienpreis, langes Wort, 2018 bekommen. Leon, schön, dass du da bist. Und ich sage, 3, 2, 1, Sporangium. Ja, vielen Dank. Blockchain ist Vertrauen, ein bisschen doppeldeutig, will ich ein bisschen erklären gleich. Kurze Vorab-Ankündigung, Blockchain reden viele drüber, deswegen habe ich ein konkretes Beispiel mitgebracht, was ich auch in der Abschlussarbeit ein bisschen genauer mir angeschaut hat. Aber zunächst einmal, wer versteht diesen Titel? 42, ja, der Sinn des Lebens, ist, glaube ich, eine ganz gute Einführung.
Blockchain ist irgendwie zu einer Lösung für viele Probleme geworden, von denen wir nicht wussten, dass wir sie hatten, und zum Teil für ganz alte Probleme, für die wir noch nie eine Lösung hatten. Trotzdem ist es ganz interessant, mal reinzuschauen. Vor 10 Jahren kam das Bitcoin White Paper, nennt man es, raus. Was kam da rein? Was war eigentlich das Vorhaben von Bitcoin? Dort kommt schon Vertrauen drin vor, sozusagen, aber als ein Problem, das man aus der Welt schaffen muss. Es geht darum, so der pseudonyme Erfinder oder die Erfinderin, dass man elektronische Zahlungswege ohne eine vertrauenswürdige dritte Partei irgendwie möglich machen müsste. Das geht darüber, dass man Misstrauen institutionalisiert auf einer individuellen Ebene, dadurch, dass niemand den anderen kennen muss, zum Beispiel. In einer Bitcoin-Blockchain sind alle sozusagen Outsider, wenn man so will, weil sie spieltheoretisch gegeneinander antreten müssen. Das ist dann ziemlich explodiert. Viele Leute haben sich gefreut. Libertäre haben sich gefreut, dass sie endlich eine Währung außerhalb des Staates haben, dass endlich Computercode zurecht wird, dass ich selbst programmieren kann. Krypto-Anarchisten haben sich gefreut, dass sie eben eine Community-Technology haben, mit der sie Projekte starten können. Spekulanten haben sich gefreut, dass sie einen Lamborghini kaufen können für $115. Bestimmte Hacker haben sich gefreut, dass sie Ransomware benutzen konnten. Das hat zu einem Vertrauensverlust, so gesagt, geführt. Und dennoch kommt 2015 die Blockchain, die Technologie dahinter, eine Art von verteilter Datenbank, als die Vertrauensmaschine ins Spiel. Wie kommt das? Dass eben so eine Technologie des Misstrauens eigentlich dann zu einer Vertrauensmaschine wird. Ein bisschen kulturwissenschaftliche Frage. Wie kommt es also, dass eine fehlerbehaftete Lösung, wir wissen über die Ressourcenprobleme, die Bitcoin hat, verbraucht mittlerweile so viel wie Dänemark, ist die letzte Zahl, wie diese Lösung für ein spezifisches ideologisches Problem zur angeblichen Lösung für eines der komplexesten Fragen der Menschheit wird, nämlich Vertrauen. Das sehen wir hier. Das ist eben auch in Bereichen zur Anwendung kommen soll, die gesellschaftlich als Problem- und Vertrauensfälle angesehen werden. So etwa irgendwie beim BAMF, mit Blockchain experimentiert, bei unglaublich komplexen Lieferketten, über die wir keinen Überblick haben mittlerweile, oder auch elektronisches Voting. Und das hat irgendwie dieser große Anspruch dieser Technologie führt natürlich auch dazu, dass es Skeptiker gibt. Die sagen, funktioniert nicht, wir haben keine Projekte, die evaluiert sind, glaube ich erst, wenn ich sehe. Und deswegen kann man, wenn man ein Stück zurücktritt, eigentlich Blockchain auch beschreiben als eine Art von Rorschach-Test. Was du damit vorhast, sagt gar nicht so viel über die Blockchain selbst aus, sondern vielmehr darüber, was deine Probleme sind, was du diese denkst und wie man es alles besser machen kann. So viel zur Vorrede. Das konkrete Projekt, ich bin jetzt bei der Mitte, glaube ich. Die Zeit hat darüber berichtet, es geht um ein Projekt der Welthungerhilfe, die in Krisenzeiten aktiv wird und Leute mit Essen, mit Nothilfe sozusagen in Krisenregionen hilft. Es ist ein Projekt, was 100.000 Leute mittlerweile betrifft, in Jordanien, in einem geflüchteten Camp für syrische Kriegsflüchtlinge hauptsächlich. Es ist sozusagen im Kontext der Blockchain für nachhaltige Entwicklung, was viele Leute versuchen zu machen. Und es ist keine komplette dezentrale Blockchain, was aber nichts zur Sache tut, weil es trotzdem sehr als Blockchain-Projekt eben wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Auch dort, und ich habe gedacht, ich drehe das mal um, normalerweise sieht man in den Präsentationen von solchen Menschen arme Leute, denen man helfen muss. Ich drehe das mal ein bisschen um, da fragt Robert Opp von der Welthungerhilfe, sagt, es fängt auch wieder mit Vertrauen an. Unsere Geflüchteten müssen uns vertrauen, unsere Geberländer, die uns finanzieren, müssen uns vertrauen und wir müssen Vertrauen in die Prozesse und transparente Prozesse herstellen für ein Zahlungssystem und wissen, wie wir unser Geld verteilen. Das hat eine ganz andere, dunklere Hintergrundseite. Die Welthungerhilfe nennt das Beneficiary Management, das heißt das Management der Datendubel von Geflüchteten in sehr sensiblen Situationen.
und hat eben mit Registrierung, Verifizierung zu tun, damit zu tun, zu wissen, was die Leute machen, bessere Daten zu kriegen, um besser zu helfen und so weiter, ist das Versprechen. So sieht man das dann, das ist in München von diesem Innovation Accelerator, der dieses Projekt verwirklicht und übrigens vom Auswärtigen Amt hauptsächlich gefördert wird aus Deutschland. Das sind die Transaktionen von Geflüchteten in Jordanien, die dort in einer Doku über den Bildschirm laufen in München zum zur Ansicht. Und das ist der zweite Punkt, den ich jetzt machen will. Das ist einer der Entwickler, der sagt, auf eine Frage, können wir sozusagen auch Lernziele mit dieser Infrastruktur verwirklichen, sagt er, klar, dafür können wir smarte Contracts benutzen, die dann sozusagen das Geld, was Leute zur Verfügung haben, um in Supermärkten zu shoppen, dann an Bedingungen knüpfen, wie dass das Kind zur Schule geht und dort ist. Das kann man über Sensoren lösen, sagen sie und so weiter. Und das ist letztendlich eine Infrastruktur der digitalen sozialen Kontrolle, würde Wolfi Christel vielleicht sagen. Es hat aber auch mit was mit Scoring zu tun, worüber wir schon was gehört haben. Das heißt, damit über die Lebenschancen von Menschen zu entscheiden. In Deutschland gibt es auch, wir bewegen uns immer oft noch auf dieser Rorschach-Ebene jetzt wieder, das ist ein Juristentraum, Smart Context statt Zwangsvollstreckung, super Idee, um das ein bisschen zu automatisieren und auch die hässliche Räumung sozusagen einer Wohnung zu vermeiden, meinetwegen. Mit drei Punkten will ich aufhören, die man mitnehmen kann und auch ein bisschen sich für technologische Hypes merken kann, wie Blockchain einer ist. Wir wissen nicht, wie lange noch. Nämlich, dass du, wenn du etwas vorhast, dich wahrscheinlich nicht fragst, was die Blockchain kann oder die Technologie, sondern was dein dringendstes, komplexes Problem ist. Das wird Jahre dauern, darauf erste Antworten zu finden. Frag dich nicht, was die Blockchain für dich tun kann. Das wird man sehen, muss man auch evaluieren. Frag dich, was du für die Weiterbereitung eines Mythos tust. Und drittens, und das ist jetzt auch ziemlich konkret auf das Projekt bezogen, frag dich nicht, was du für die Blockchain tust. Frag, was du andere für die Blockchain tun lässt und ob du dabei ihre Grund- und Menschenrechte einbeschneidest. Vielen Dank. Dankeschön. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier sind irgendwie alle in der Zeit. Also wir müssen ja schon tröten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ich gebe dir hier schon mal deine. Rainer hat gleich die Auswahlkarten wieder für dich. Ja. Also, du kannst wieder auswählen, wer jetzt nächste Sporangiastin oder Sporangiast werden kann. Zieh eine Karte und dreh sie um und lies sie selbst. Ja. Interessant. Ja, also wir werden jetzt Gerrit in einer verschiedenen formveränderten Figur mit anderen Inhalten sehen, denn leider hat Erkältung und derartige Dinge eine Lücke gerissen, die aber sofort jetzt von einem... Ich kenne den Namen nicht. Wer ist denn das? Also die haben wir doch eigentlich eingeladen. Ich glaube doch schon. Also es geht auf alle Fälle... Ich kann ja auch nicht vorstellen. Also ich weiß gar nicht, was ihr meint. Hier steht Gerrit. Oh, wirklich? Ja. Na gut. Gerrit Kurz? Gerrit Kurz, ja, stimmt. Gerrit Kurz, ja. Ja, vielleicht, doch, also vielleicht mit dem schauen Namen wir mal. Anfangen. Genau, vielleicht als Zwischenteil, du kannst ja mal vorlesen, was da drauf steht. Gerrit Kurz, Facebook zerschlagen. Okay. Ja, gut. Auf die Bühne bitte. Ich bin überrascht. Hallo Gerrit. Hallo. Ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Liebe Constanze, du bist, das merke ich mir immer, so Doktorin der Informatik. Ja. Und ich springe heute für Gerrit ein, weil Gerrit ist leider krank, aber wir wollten die Gelegenheit nutzen, einen aktuellen Nachrichtenblock einzufügen. Auch gut. Das ist vielleicht die Antwort. Nee, ich mache aber nicht Karaoke. Nee, also ich meine, wenn du über das Facebook zerschlagen redest, dann musst du darauf, also ne, Videoüberwachung und so weiter, musst du damit rechnen, dass sich hier Menschen einschalten. Wir haben ja eine Vernetzungskonferenz und wir wollten auch ein bisschen was lernen, als Techies, vor allen Dingen von der Umweltbewegung. Und dazu hatten wir heute einen Workshop und ich möchte nicht nur ein bisschen darstellen, was wir gelernt haben, sondern die Ergebnisse des Workshops hier exklusiv darbieten.
Okay, du kennst die Regeln, ja? Du hast 8 Minuten Zeit. Ja. Ja? Und ich setze mich jetzt und gebe dir die Zeit an. Ach so. Und sage jetzt, ja? Oh, ach so, ich hab noch nie angefangen. Ah, du hast nicht angefangen. Gleich. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Nochmal bitte. Tja. Dabei habe ich die doch extra bei meinem Laden des Vertrauens um die Ecke gekauft. Okay, was wolltest du noch sagen? Entschuldige bitte. Gut. Ich setze mich jetzt und sage 3, 2, 1. Sporangium. Sehr gut. Also das Ziel, was wir im Prinzip ja alle im Leben schon mal hatten, nämlich Facebook zerschlagen, haben wir heute in einem Workshop mal ein bisschen genauer betrachtet. Zum einen, was sind denn die faktischen Gründe dafür, warum wir gerne Facebook zerschlagen würden? Und wie können wir von der Umweltbewegung lernen, die ja schon so einige zerschlagen haben, wie wir eine ordentliche Kampagne bauen können? Da waren so ungefähr ein bisschen über 100 Leute da, die erstaunlich viele Vorschläge hatten. Davon werde ich heute ausgesuchte präsentieren und bitte später um Handzeichen, ob der Sexiness oder Durchführbarkeit dieser Vorschläge. Zum einen will ich die 4 wesentlichen Gründe nennen, warum wir Facebook zerschlagen wollen. Also zum einen sicherlich die Frage des Geschäftsmodells, ja, irgendwie die Idee, dass wir alle die Datenschafe sind, deren private Äußerungen, Bilder, Filme, Texte an Werbetreibende verschleudert werden, ist nicht unbedingt für die Zivilisation sinnvoll. Zum anderen hat sich ergeben, dass es nicht nur eine Datenschutzfrage ist, sondern wir wissen seit diesem Jahr spätestens, dass es auch eine Frage der politischen Meinungsmanipulation ist. Aufgrund der Größe haben wir so die Problematik mit der Zeit, dass man nicht nur für Werbebedürfnisse sich Daten kaufen kann, sondern auch für die politische, wie soll ich mal sagen, Manipulation, Desinformation. Derzeit laufen noch die Ermittlungen im britischen Parlament und im US-Parlament, aber auch in anderen Kontinenten, dahingehend, ob es wirklich eine Meinungsmanipulation in dem Sinne war, dass ein Wahlergebnis verändert wurde. Werden wir sicherlich Ende des Jahres oder im neuen Jahr mehr erfahren, ist aber sicherlich ein Grund. Oh, Tillmann beachtet, ob ich auch die richtigen Ergebnisse sage unseres Workshops. Ja, oh, muss ich auch noch die Wahrheit sagen. Also der zweite wichtige Grund. Der dritte ist die Möglichkeit, die sich dieses Werbenetzwerk einräumt, Inhalte einfach mal zu entfernen oder zu löschen. Auch ohne dem Betroffenen in irgendeiner Weise mitzuteilen, warum und gegen welche der vielen Regeln, die man auf vielen Seiten scrollen kann, man eigentlich verstoßen hat. Und ich glaube, ein anderer Grund ist auch noch die Abtretung der Rechte, dass man Bilder, Filme, Texte, die man da eingibt, im Wesentlichen durch die Anerkennung der Nutzungsregeln abgibt und dass diese Nutzungsregeln auch in der Zeit, in der man Mitglied ist oder Datenschaf, geändert werden kann. Entsprechend ist oft für eine Datenweitergabe keine explizite Einwilligung mehr möglich. Diese 4 Gründe haben wir aber nicht etwa im Workshop bearbeitet, die haben wir am Anfang geboten. Und wir haben dann uns ein bisschen angehört von Greenpeace, wie so eine typische Umweltkampagne an ein paar Beispielen läuft. Dafür wurden, die will ich nicht im Einzelnen nennen, aber ich habe vor allen Dingen eins gelernt, auch was zwischen der Umweltbewegung und den Techies ziemlich ähnlich ist. Denn was in der Regel bei so einem Greenpeace-Kampagnen passiert, ist auch eine Form von Bildung. Im Sinne von den Leuten Fakten, in der Regel auch wissenschaftlich begründete Fakten, mitzuteilen und ihnen eine informierte Entscheidung über zum Beispiel einen Konzern und dessen Praktiken über die Medien mitzuteilen. Und was wir noch gelernt haben, ist, es wird sehr viel über Bilder kommuniziert. Das heißt, wir brauchen für eine ordentliche Facebook-Zerschlagen-Kampagne auch Bilder. Nun würde ich aber auch mal ein paar von den Ergebnissen kundtun und ein bisschen darüber sprechen, welche Ideen da so kamen. Und wir mal sehen, wie das Publikum hier diese Ergebnisse bewertet. Ich kann nicht alle da bieten, tatsächlich haben sich die Leute total rege beteiligt. Das ist irgendwie eine sehr aktivistische Menge hier. Und wir haben so ungefähr, ich würde sagen, 30 Vorschläge, die wir auch sammeln. Und die sich nicht gedoppelt haben, sondern die tatsächlich distinkt waren voneinander. Gebildet und ich kenne auch noch nicht die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, aber ich will die Ideen hier mal kurz darbieten, die mir persönlich am interessantesten erschienen sind. Ich glaube, ich glaube, eine der naheliegendsten, aber durchaus erfolgversprechenden ist natürlich eine Form von rechtlichem Vorgehen. Wir haben eine ganz gute Rechtslage hier in Europa
und sozusagen den Max-Schrems-Weg einzuschreiten, also zu versuchen, das Recht auch durchzusetzen, ist so verkehrt nicht. Denn der Fall von Max Schrems hat ja sicherlich auch gezeigt, dass es eine ganze Menge Leute gibt, und zwar Tausende, die sich mit Kleinstbeträgen daran beteiligen, auch größere Verfahren gegen so einen Werbekonzern loszutreten. Aber die Handig will ich nicht abfragen, also weil ich glaube, den Rechtsweg wird ohnehin jemand beschreiten und wahrscheinlich nicht nur einer, und ist auch nicht unbedingt eine Kampagnenidee in dem Sinne, wie wir sie aus der Umweltbewegung öfter mal gesehen haben. Eine zweite Idee, die in verschiedenen Varianten gebracht wurde, war das Shaming. Und zwar nicht unbedingt das Shaming dieses Werbekonzerns, der macht halt, was er macht, sondern das Shaming von großen, auch werteorientierten Organisationen, die sich da präsentieren. Zum Beispiel Greenpeace. man könnte aber natürlich auch, man könnte Schulen nehmen, ja, man könnte den Bundestag nehmen und einen Landtag oder überhaupt Unternehmen, die sich eine gewisse Werteorientierung selber zuschreiben. Wäre interessant, die Variante wurde noch in so ein paar Abwandlungen behandelt, und ich will mal gerne wissen, Hand hoch, wer diese Idee des Shamings ganz okay fände. Hand bitte. Ich würde mal sagen, maximal ein Drittel, dann komme ich zu, wie viel Zeit habe ich noch? Dann komme ich zu einer weiteren Idee. Idee, nämlich zu sagen, wir wollen gar nicht so sehr irgendwie gegen diese Unternehmen eine Kampagne bauen, sondern eher sagen, es gibt Alternativen, es gibt sexy, werbefreie Techniken, die ist schon da, wir müssen sie nur benutzen. Auch noch in der Variante, wir haben einen bestimmten Wechseltag. Wir arbeiten in der Kampagne auf einen Tag zu, an dem wir alle wechseln. Ja? Wegen mal Handzeichen sehen, wer findet die Idee? Oh, okay, ich würde sagen, das ist schon eher drei Viertel. Merkst du dir, Tillmann, ne? Wir müssen ja noch eine Auswertung machen. Dazu würde auch eine gewisse, so eine Art Exit-Programm zählen, ne? Also so ein Aussteigerprogramm. Mhm. Ein Aussteigerprogramm, ja, aber könnte man aber auch für die Mitarbeiter generieren. Die Idee war auch noch im Raum. Die letzte, was, wolltest du was sagen, Rainer? Die letzte, ich will vielleicht noch ein paar Ideen sagen, die ganz sicherlich nicht umgesetzt werden, sowas wie 200 Facebook-Entwickler für Alternativen abstellen, ja, da waren noch ein paar interessante Ideen dabei, oder aber auch die Frage, dass man eher so kleinteilige Ideen für Teile von Kampagnen hat, da sind auch einige in unserer Liste dabei, die jetzt nicht abstimmen will, aber ich stelle mal fest, dass hier eine relativ große Größe sich für die Darstellung der Alternativen aussprechen würde. Das war der aktuelle Blog, der nur eingesprungen war für Gerrit, den wir hiermit gerne grüßen und der hoffentlich bald gesund, die hoffentlich bald gesund wird. Ist kein Gerrit, das ist ein Frauenname? Oh, mein Fehler. Ja, ja. Und ich hoffe, diejenigen, die im nächsten Jahr Teile der Kampagne sehen, beteiligen sich gern daran. Ihr könnt aber auch jetzt schon euren Facebook-Account deaktivieren. Sehr schön. Kurz bleiben. Okay, sehr schön. Ich konnte mich nur nicht zurückhalten. Also, wenn alle sozusagen Facebook wechseln, dass wir dann nicht zu Twitter wechseln. Das war schon von dezentralen, ja, genau, kommerzfreien, okay, gut. Alternativen. Gut, ich reden. Wollte so nur... Diaspora, Mastodon, so. Ah, genau. Die Begriffe wollte ich da gerne mal so fallen hören. Okay, dann haben wir jetzt wieder immer noch die gleichen 8 Möglichkeiten wie am Anfang. Nichts sagen. Ich muss da drauf gucken. Oh, was für ein Zufall. Gerade eben wurde gesagt, dass wir vielleicht für Kampagnen gute Bilder brauchen. Und insgesamt kann man an der Stelle sagen, Bilder sind insgesamt deswegen ja auch so mächtig, weil sie so direkt wirken. Und, hey. Ja. Und wer genau darüber jetzt sprechen will und wir möchten, dass sie darüber spricht, ist... Letty mit The Revolution Will Be Visualized. Letty, bitte auf die Bühne. Und vielen Dank, Constanze. Auch du, ach nein, Gerrit, auch du hast dir diese Tröte verdient. Sie hat ja eigentlich, wollte sie nur deswegen mitmachen. Und auch, ist mein Mikro an? Ist das Mikro an? Ja, super. Ja, ich finde auch, Rainer hätte meine Einleitung machen können, das wäre super. Also einfach so ein bisschen zu erzählen, worauf es jetzt ankommt. Nee, wir haben ja gerade echt eine Menge über Informationen gehört und Gerrit hat ja auch gerade erzählt, wir brauchen irgendwie starke Bilder, um
Kampagnen und die Revolution zu starten. Oh. Ich würde dich gerne noch vorstellen, so. Meine Liebe. Das musst du natürlich präsenter tun. Genau, also Letty. Letty hat etwas ganz Spannendes in ihrem Vorsporangiumsleben gemacht. Sie hat Medizininformatik studiert. Genau. Ja. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und seit dem Master in der Medizininformatik ist sie mit Visualisierung beschäftigt, haben wir jetzt alle verstanden, nicht wahr? Und mit ganz konkreten Konzepten darin und das auch noch für ganz unterschiedliche Daten. Und jetzt sage ich 3, 2, 1. Sporangium. Einfach mal einen Frühstart hingelegt, ist auch geil. Sorry. Ja, genau. Also ich habe mein Master war nicht in Medizininformatik, aber okay. Genau, ich habe mich eine Menge mit Visualisierung beschäftigt in letzter Zeit, seit einigen Jahren. Und eben, wir haben eine Menge darüber gehört, wir brauchen irgendwie starke Bilder, um schwierige Sachverhalte vielleicht auch zu kommunizieren. Und da kann Visualisierung halt ein guter Einstieg sein, weil ja, bunte Bilder sagen vielleicht ein bisschen mehr als 1000 Worte und die bleiben vielleicht auch eher mal im Kopf hängen. Deswegen ganz grob, was ist Visualisierung eigentlich? Und ich bin der Meinung, das kann eine ganze Menge sein. Und ich will speziell jetzt hier mal mit Bildern anfangen, weil auch diese Bilder können eine Art von Visualisierung sein, denn wir sehen hier eine Zeitreihe von dem Triftgletscher. Und was uns als erstes ins Auge fällt, ist, wir sehen über die Zeit hinweg die Veränderung des Gletschers und wie er schmilzt. Das heißt, unsere Daten, die wir präsentieren, müssen jetzt nicht unbedingt aus Datenquellen wie Datenbanken kommen, aus Texten oder aus CSV-Dateien. Das kann auch mal was anderes sein. Und ich will jetzt aber erstmal speziell in so die klassische Ansicht mit euch zurückdriften. Und zwar sehen wir hier die Klimaspiralen. Da geht es ganz speziell um die globale Temperaturveränderung, die durchschnittliche Temperaturveränderung. Und zu Beginn haben wir gesehen, dass es eine Referenzlinie gab, die Nulllinie. Und es wird aufgebaut für jedes Jahr die durchschnittliche globale Temperaturveränderung. Und was wir hier vor allem sehen, ist, wie sie sich verändert hat in den Jahren. Am Anfang war es noch ein sehr, sehr kleiner Kreis. Es ist nah an einem Referenzpunkt, an einem Nullwert gewesen. Über die Zeit hinweg hat sich das verändert und wir sind immer mehr nach außen gedriftet. Ich habe hier mal, also hier an der Visualisierung sind noch zwei Referenzlinien. Das eine ist das 1,5-Grad-Ziel, was ja diskutiert wird, das andere die 2 Grad. Was uns definitiv zu denken geben sollte, ist, bereits 2017 sind wir sehr, sehr nah an die Linie der 1,5 Grad gekommen. Wir bleiben genau bei denselben Daten der Temperaturveränderung. Wir fügen aber eine weitere Dimension in der Visualisierung hinzu, und zwar die Höhe. Wir kommen sozusagen von den Klimaspiralen und gehen in einen Klimatornado. Was man hier nochmal sieht, ist, jetzt werden die ganzen Jahre übereinander gestapelt, sie verdecken sich nicht. Man sieht am Anfang dieses sehr, sehr, sehr kompakte Format der Spirale, die sich noch um diesen Referenzpunkt befindet hat. Aber so ab Mitte der 90er Jahre geht diese Trichterform ganz stark hervor. Also man kann mit der Veränderung der Darstellung noch mal ganz stark auf die Veränderung in Datensätzen aufmerksam machen. Und weil viele Leute der Meinung sind, dass man andere Bilder findet, um komplexe Datensätze noch mal anders darzustellen, kann man sie auch wieder einem breiten Publikum zeigen, weil sie es dann doch eher verstehen und sie haben eine Emotion dazu. Das hat sich auch das Olympische Komitee für Rio 2016 gedacht, denn diese Visualisierung, die Spirale, wurde in der Opening Ceremony das erste Mal gezeigt und damit auch einem sehr breiten Publikum überhaupt zugänglich gemacht. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen von den Zeitreihen weggehen und wir beschäftigen uns als nächstes mit räumlichen Daten und dafür nehme ich euch mit ins Wasser. Denn wir werden uns jetzt mal anschauen, wie das eigentlich im Wasser aussieht mit der Temperaturveränderung. Die meisten von euch sollten wissen, dass irgendwie Korallenriffe ein extrem reiches, artenreiches Ökosystem im Wasser sind und dass dieses Ökosystem besonders betroffen ist vom Klimawandel. Denn bereits kleinste Temperaturänderungen führen dazu, dass Korallenriffe absterben und somit Lebensraum vernichtet wird. Speziell dafür möchte ich mal auf ein Projekt aufmerksam machen, der sogenannte Allan Coral Atlas. Da hat sich ein Team von Wissenschaftlern genau das zum Ziel gemacht, weltweit den Gesundheitszustand der Korallen zu mappen. Und was sie dafür genutzt haben, ist ziemlich interessant. Sie nehmen Satellitendaten. Sie gehen jetzt nicht nur tauchen, nicht mehr. Sie haben außerdem die Satellitendaten, die sie analysieren wollen. Und analysieren speziell, was befindet sich auf dem Meeresgrund. Also sie kommen von den Satellitendaten, analysieren, was sie auf den Satellitendaten sehen
Und hier zum Beispiel sieht man mal die Verbreitung der Mikroalgen. Außerdem kann man auch aufzeigen, dass man die intakten, noch vorhandenen Korallenriffe mappt. Oder aber auch die grünen Flächen des Seegrases. Wir sehen jetzt hier irgendwie so die Einzellayer der ganzen Informationen. Das ist informativ, keine Frage. Aber so richtig die Zusammenhänge verstehen wir noch nicht. Und deswegen gehen wir einfach mal noch einen Schritt weiter und wir fügen alle Informationen, die wir gerade gesammelt haben, zusammen und sehen auf einem wahnsinnig bunten Bild die ganzen Layer, die zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben hier den Ausschnitt des Korallenriffs. Wir sehen auf der Karte eingefärbt den Lebensraum am Meeresgrund. Und zusätzlich ist noch ein Areal ausgewählt in der Visualisierung, die wir uns genauer anschauen wollen. Das heißt, wir haben ein Areal, wir sehen, wie groß das Areal ist, was wir uns ausgesucht haben. Und wir bekommen ein paar statistische Merkmale hinzu. Wir sehen, in welcher Wassertiefe wir uns befinden. Wir sehen, welche topologischen Eigenschaften zur Verfügung stehen und welche Mikroorganismen am Boden leben. Wir haben jetzt erstmal so eine klassische Ansicht, so wieder von Zahlenreihen, wo man sich wieder denkt, so, uff, damit will ich vielleicht später weiterarbeiten, aber ich brauche erstmal so ein Gefühl dafür, was sich da auf diesem Meeresgrund eigentlich tut. Und dafür eignen sich auch hier halt wieder Visualisierungen ganz gut. Man kann abschätzen, was ist vorhanden, was fehlt. Man kann natürlich jetzt nicht davon behaupten, dass man diese Visualisierung irgendwie bei den Olympischen Spielen zeigen will. Das ist klar. Aber Visualisierung hat auch noch ein anderes Ziel. Und das, finde ich, zeigt dieses Projekt ganz besonders gut. Denn Visualisierung kann auch ein Tool sein, um Wissenschaftlern wieder eine Analysemöglichkeit zu geben. Um gemeinsam mit den Wissenschaftlern auch neue Hypothesen auf den Daten einfach mal zu erstellen und nachzuvollziehen. Ganz wichtig in dem Projekt ist halt auch, finde ich, Visualisierung ist nie die Leistung von einer einzelnen Person. Ich kann das nicht. Ich habe nicht das Wissen über den Meeresboden, was sich da wo befindet. Visualisierung ist eigentlich immer ein Zusammenspiel von mehreren Leuten. Man muss sein Wissen zusammentun, um Gutes zu tun. Ich finde, das zeigt Visualisierung an diesem Beispiel besonders gut. Aber dennoch hat man als Entwickler auch eine starke Verantwortung, was man zeigt und wem man es zeigt und wem man es darstellen muss. Manchmal reicht eine einfache Visualisierung wie vielleicht die Klimaspiralen. Manchmal muss es ein extrem analytisches Tool sein wie der Atlas. Aber manchmal kann man auch mit der Dramatik von Bildern arbeiten, wie jetzt hier zu sehen ist auf der linken Seite. Habe ich die Links-Rechts-Schwäche eingearbeitet? Links-Rechts? Auf der rechten Seite sieht man die noch lebenden Korallen, wie sie noch aktiv sind, wie sie atmen. Und auf der rechten Seite sehen wir den Friedhof, was natürlich ein sehr, sehr trauriges Bild ist. Aber wenn wir unsere Zielgruppe vor Augen haben, uns wissen, wo wir hinwollen, was wir kommunizieren wollen, was wir präsentieren wollen, dann können wir, denke ich, auch gemeinsam irgendwie an einer Welt arbeiten, wo alle miteinander arbeiten, wo wir die Leute dazu ermutigen, auch diesen Klimawandel, diesen Umweltschutz ernst zu nehmen und einfach die Revolution starten. Denn egal, was wir hier machen, wir sehen das in den Daten und ich habe eigentlich keinen Bock darauf, direkt den Weltuntergang visualisiert zu sehen, jedes Mal, wenn ich die Daten vor mir habe. Und damit ich nicht ganz so negativ ende, würde ich ganz gerne den optimistischen Satz nochmal aufgreifen. Wir sollten auf jeden Fall vergnügt und optimistisch die Welt retten. Dankeschön. Oh, vielen lieben Dank. Okay, mit Tröte und. Okay, lieben Dank, die Visualisierung. Auch jetzt wieder nehmen wir den nächsten. Ich bin schon so gespannt. Tröte. Okay, sie kriegt erst vielleicht die Tröte, dann gibt es irgendwelche Überraschungen. Tröte für dich, die hast du dir verdient. Oh nein. Willst du nochmal? Komm. Wer hat mitgezählt? Wir haben die Folie gezeigt nach Vieren und nach Zweien danach. Was wird wohl also noch vor uns liegen? Gut, du hast die freie Zufallswahl? Streng dich an. Du darfst dich nicht selber ziehen. Interessant. Ein nächster hochinteressanter Vortrag. Und zwar haben wir ja gerade eben gesehen, wie man Daten visualisieren kann. Aber Daten, interpretiert als Informationen, müssen natürlich erst irgendwie auch besorgt werden. Da gibt es natürlich Quellen, wissenschaftliche Daten zu verwenden, Messdaten. Es gibt allerdings auch Daten und Informationen über staatliche Strukturen und über Entscheidungen und über innere Dynamiken der Mächtigen sozusagen, könnte man sagen. Und deswegen hören wir jetzt einen Vortrag
Von Arne Semsrott, von Transparenz und anderen Hürden der Demokratie. Arne, komm doch mal auf die Bühne. Dankeschön. Arne arbeitet auch bei der Open Knowledge Foundation. Was macht er da? Er macht Frag den Staat. Und das sehen wir hier schon. Frag den Staat kennen wahrscheinlich viele. Er beschäftigt sich schon lange mit Informationsfreiheit, mit Transparenz, mit Lobbyismus und solchen sehr wichtigen Themen für unsere Demokratie. Und treibt es auch weiter in so Initiativen wie Transparency International und dem Whistleblower-Netzwerk. Und ich freue mich, dass auch Arne uns heute hier mit einem Sporangium beglücken wird und sage 3, 2, 1. Sporangium! Yay. Hallo, ich bin eigentlich krank. Das wird man meinen Folien auch ansehen. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig komplex geworden. Das ist zum Beispiel die zweite Folie. gut. Ich arbeite bei Frag den Staat. Das ist eine Online-Plattform, über die man besonders einfach Informationen vom Staat bekommen kann. Es geht dabei ums Informationsfreiheitsgesetz, ein sehr gutes und sehr unbekanntes Gesetz, das allen Menschen das Recht gibt, alle möglichen Informationen, alle möglichen Daten, Dokumente, die beim Staat liegen, zu bekommen. Und wenn man eine Anfrage stellt über Frag den Staat, dann geht es nicht nur an eine öffentliche Stelle, an eine Behörde, sondern diese Anfrage wird direkt auch veröffentlicht. Das heißt, wenn man eine Information bekommt von einer Behörde, dann ist sie direkt befreit für die gesamte Öffentlichkeit. Das heißt, Frag den Staat ist im Prinzip Infrastruktur für Demokratie, für demokratische Projekte, weil es darum geht, vor allem Menschen, die sich irgendwie engagieren wollen, die sich interessieren, die eine Initiative haben, Organisationen, vielleicht auch Medien, dazu zu befähigen, sich mehr Informationen zu besorgen, die sie haben wollen. Und wenn wir uns die letzten Jahre so ansehen und gerade auch in diesem Bereich uns ansehen, wie Politik gemacht wird, dann ist unsere Analyse eine Analyse, die jetzt vielleicht immer relativ banal erscheint, nämlich eine Analyse des Vertrauensverlustes. So, okay, Vertrauensverlust hat man ganz viel gehört. Ich glaube nicht, dass es einen Vertrauensverlust gibt der Bevölkerung in Politik. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns anschauen, was so an sozialen Bewegungen in letzter Zeit aufpoppt, was es für Konferenzen gibt wie diese hier, glaube ich, können wir überhaupt nicht von einem Vertrauensverlust sprechen. Wenn wir uns eine Demo ansehen wie Unteilbar, dann glaube ich, zeigt die, dass sehr viele Menschen Vertrauen haben, wenn sie nämlich friedlich demonstrieren und wollen, dass sich etwas ändert. Wenn ich von Vertrauensverlust spreche, dann meine ich vielmehr einen Vertrauensverlust von der Politik in die Bevölkerung. Und ich glaube, wir sehen relativ viele Punkte, an denen man so einen Vertrauensverlust der Politik in die Bevölkerung beobachten kann. Und ein Beispiel davon will ich vorstellen, das herausgekommen ist auf Basis einer Anfrage nach diesem Informationsfreiheitsgesetz. Und so sieht das Dokument aus. Es geht bei diesem Dokument um einen Erlass des Innenministeriums, der 2017 an alle anderen Ministerien rundgeschrieben wurde. Und das ist ein Erlass, in dem es um Demokratieprojekte geht. Das Innenministerium hat 2017 an alle Ministerien rumgeschrieben, dass sämtliche Projekte, die vom Staat gefördert werden, grundsätzlich erstmal weitergeleitet werden sollen an den Verfassungsschutz, also den Inlandsgeheimdienst. In diesem Erlass steht drin, dass ausgeschlossen werden soll, dass irgendwelche extremistischen Projekte Geld kriegen vom Staat, und das betrifft dann zum Beispiel Projekte, die sich bewerben für einen Fonds Demokratie leben beim Familienministerium. Das könnte auch andere Projekte bei anderen Ministerien betreffen. Und wie das gewöhnlich abläuft, ist folgendermaßen: Zum Beispiel das Familienministerium hat in den letzten Jahren 51 Projekte, die sich beworben haben, um Geld vom Familienministerium weitergeleitet an den Verfassungsschutz, haben gefragt, gibt es Erkenntnisse beim Verfassungsschutz über diese Projekte, und dann meldet der Verfassungsschutz zurück, es liegen Erkenntnisse vor oder es liegen keine Erkenntnisse vor. Wenn Erkenntnisse vorliegen, dann bleibt es wirklich auch nur bei dieser Information, nichts weiteres, aber dann sind diese Projekte, dann ist das Ministerium dazu angehalten, so ein Projekt nicht zu fördern. Und das bedeutet tatsächlich, dass es eine Art Demokratiesiegel von einem Geheimdienst gibt. Das heißt, Ministerien leiten Projekte weiter, wissen dann nicht, was für Erkenntnisse vorliegen, denn es ist ja ein Geheimdienst, ne? Alles geheim, und die daraus
einfach nur weitergegebenen Erkenntnisse entscheiden dann darüber, ob jemand Geld bekommt oder nicht. Wir hatten sowas in der Art schon mal vor ein paar Jahren. Christina Schröder, wenn ihn noch jemand kennt, ehemalige Familienministerin, die wollte eine Demokratieklausel einführen. Die wollte, dass Projekte, bevor sie sich bewerben oder wenn sie sich bewerben um staatliche Förderung, erstmal eine Klausel unterschreiben. Und da gab es einen Wahnsinnsprotest dagegen, sodass diese Demokratieklausel letztlich wieder eingestampft wurde. Was wir jetzt aber haben mit diesem Erlass des Innenministeriums, ist im Prinzip eine Demokratieklausel durch die Hintertür. Weil jetzt die ganzen Projekte gar nichts mehr unterschreiben, sie kriegen gar nichts davon mit, dass sie weitergeleitet werden an den Verfassungsschutz. Und sie haben gar keine Möglichkeit, sich darüber zu beschweren, weil sie gar nicht wissen, ob sie weitergeleitet wurden. Wir haben nämlich eine Anfrage gestellt an das Familienministerium und wollten die Namen wissen der Organisationen, die weitergeleitet wurden. Und da wurde uns dann gesagt, diese Namen, die seien geheim. Denn wenn man sie herausgeben würde, würde das ja die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes offenlegen und der ist nun mal geheim. Danke für den einen Klatscher. Jetzt ist also die Frage, was macht man dagegen? Wie kann man letztlich das Vertrauen der Politik in die Bevölkerung wieder stärken? Ich glaube, dass das ein wichtiges Mittel dafür Transparenz ist. Und das Schöne bei Behörden ist, dass man sie zur Transparenz zwingen kann. Und zwar mit Gesetzen, mit Informationsfreiheitsgesetzen, die sie dann zum Beispiel dazu verpflichten, bestimmte Namen von Organisationen herauszugeben. In diesem einen Fall, in dem klagen wir jetzt nämlich. Aber dazu habe ich jetzt keine Zeit, das zu zeigen. Vielleicht ganz kurz, aber in dem Zusammenhang einen Überblick. Wo gibt es solche Informationsfreiheitsgesetze? Die gibt es nicht nur auf Bundesebene, die gibt es auch auf Landesebene, in so gut wie allen Bundesländern, Bayern, Hessen, Niedersachsen noch nicht. Bayern, Sachsen, Niedersachsen noch nicht. Hessen hat jetzt so eine Art Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Und da muss ganz schnell nachgelegt werden, denn wenn wir uns ein bisschen den europäischen Vergleich anschauen, sieht man, wie weit diese paar Bundesländer ohne noch zurückliegen. Die sind tatsächlich in einer Reihe mit Österreich und Belarus. Und ich weiß nicht, ob diese Bundesländer tatsächlich in der Reihe mit Österreich genannt werden wollen. Deswegen mein Appell an euch, befreit mit uns das Herrschaftswissen, geht auf fragdenstaat.de und stellt Anfragen. Dankeschön. Ich muss doch noch. Ja, du musst noch ziehen. Also herzlichen Dank auf alle Fälle mit dem Herrschaftswissen befreien. Jetzt wissen wir auch, wie das ungefähr funktioniert. Wissen befreien ist ja insgesamt auch ein ziemlich großes Thema. Insgesamt, also sowohl das, was wir hier gerade alle tun. Aber ich habe da so eine Vorahnung, weil wir jetzt quasi beim 8 von 8 Leuten sind. Aber du kannst ja mal ziehen. Es gibt eh noch eine, ne? Ja. Moment, aber warum hast du so viele Karten in der Hand? Ich weiß nicht, machen wir hier vielleicht das sowjetische Modell? Ich weiß nicht, vielleicht oh, also... Oh, da steht überall das Gleiche drauf. Oh, okay. Gut, also du kannst gerne vorlesen, was da draufsteht und es wird um Wissen gehen. Du musst es jetzt auch 8-mal vorlesen, das ist klar. Nein. Jetzt kommt Silke Helfrich mit dem Vortrag Alle Hacker auf den Acker. Alle Hacker auf den Acker. Nur gemeinsam sind wir stark. Vielen Dank. Moment. Anna, auch du kriegst natürlich erst noch deine Tröte, in der Hoffnung, dass diese funktioniert. Wenn nicht, hast du ja auch bald eine leere Mateflasche. Silke, herzlich willkommen. Silke Helfrich ist Autorin und unabhängige Aktivistin für das Thema Commons. Und deswegen freuen wir uns, dass sie heute den Reigen beschließen wird. Sie war bei der Heinrich-Böll-Stiftung aktiv und kennt deswegen auch Mexiko und Zentralamerika. Und hatte viel zu tun mit dem Buch Was mehr wird, wenn wir teilen. Und dahinter wird sich wohl Wissen verbergen. Und jetzt bin ich gespannt darauf, was uns die letzten 8 Minuten erwartet. Die letzten beiden. Moment, lass uns auch runterzählen, oh, wow. Bis deine Folie steht. Genau. Du kannst auch mit mir zählen. Drei. Zwei. Eins. Sporangium. Die letzten beißen die Hunde, denkt man ja immer, gell? Aber hier ist es nicht so. Hier applaudiert der Hund immer mit. Habe ich gedacht, cool, wird alles gut gehen.
Und ich will nicht nur über das reden, was mehr wird, wenn wir teilen, sondern auch über das, was weniger wird, wenn wir teilen. Denn ich bin vor etwa 14 Jahren über diese Frage gestolpert, was eigentlich Saatgut und Software miteinander gemeinsam haben. Und ich werde jetzt relativ oft eingeladen, vor Landwirten und Landwirten zu sprechen und so und bei irgendwelchen Ökodebatten mitzuwirken. Nur auf dem CCC-Kongress war ich noch nicht, weil der so extrem familienunfreundlich liegt. Aber das kann ja noch kommen. Zurück zu dieser Frage, was haben Saatgut und Software gemeinsam? Die sind total wichtig für das moderne Leben, und zwar beide in gleicher Weise. Wer das Saatgut kontrolliert, kontrolliert sozusagen, was bei uns auf dem Teller landet. Und wer die Software kontrolliert, kontrolliert, was auf dem Bildschirm landet, womit wir kreativ sein können. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammennehmen, was können wir essen und womit können wir arbeiten, dann ist es quasi das, was das Leben selbst ausmacht. Und man müsste doch jetzt eigentlich meinen, diese Gemeinsamkeiten sind genug, um zu sagen, alle Hacker auf den Acker, nur gemeinsam sind wir stark, wir müssen alle diese Bewegungen zusammenführen. Habe ich mir so vor 12 Jahren gedacht und ein Buch geschrieben, das heißt Gene, Bytes und Emissionen. Ist auf Spanisch erschienen, dann auch in der deutschen Übersetzung. Und da steht das alles schon drin. Heute heißt es Bits und Bäume, alle kommen hin. Habe ich so gedacht, okay, hätte ich mal vor 12 Jahren das Buch anders genannt, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Aber wie gesagt, jetzt ist vielleicht der Startschuss. Ich möchte noch ein paar Argumente liefern, was Saatgut und Software gemeinsam haben, um von diesem Startschuss ausgehend diese Bewegung richtig groß und stark zu machen. Was passiert nämlich jetzt, wenn wir sozusagen gar nicht mehr Saatgut und Software kontrollieren, sondern andere? Dann muss man sich erst mal fragen, wie machen die denn das? Und da gibt es eine nächste Gemeinsamkeit, nämlich da ist Ende des 18. Jahrhunderts etwas erfunden worden. Das nennt man intellektuelle Eigentumsrechte. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Kommt auch manchmal im Kino? Ja? Also wenn Sie hier was mitschneiden, dann landen Sie im Knast. So. Genau, diese intellektuellen Eigentumsrechte, die sind so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, könnte man sagen. Spätestens seit den 1930er Jahren. Hat sehr viel mit Walt Disney zu tun, kann ich jetzt leider nicht vertiefen, diese Geschichte. Und diese Idee, Eigentum als sozusagen absolutes Verfügungsrecht, sowohl über die Dinge zu legen, die mehr werden, wenn wir sie teilen, als auch über die Dinge zu legen, die weniger, wenn wir sie teilen, ist einfach eine komische Idee. Das ist, als würde man sozusagen die gleiche Medizin einem Neugeborenen wie einem ausgewachsenen Mann geben und dann der Meinung sein, das wirkt schon irgendwie ähnlich. Und diesen Prozess, von dem ich gerade geredet habe, der nennt sich Einhegung. Das ist eigentlich eine rechtliche Einhegung. Es gibt sehr viele verschiedene Formen der Einhegung. Man kann auch technologische Einhegung machen. Kennen wir alle. Wir wollen irgendwie Digital Rights Management, wir wollen irgendwie was tun und irgendwie die Technik sorgt schon dafür, dass wir das schlicht nicht gut können, weil sozusagen ein Kopierschutz oder irgendetwas anderes drauf ist. Man braucht also nicht immer Gesetze oder Eigentumsrechte, um etwas einzuhegen, also dafür zu sorgen, dass wir es nicht mehr selbst, nicht mehr für die eigenen Bedürfnisse nutzen und weiterentwickeln können. Und diese Grundidee zu sagen, eigentlich müsste doch die Welt so sein, und jetzt mache ich mal eine kurze Umfrage, habe ich noch so viel Zeit? Müsste doch die Welt so sein, dass wir sagen, diese Idee von Freiheit ist eine coole Idee. Wer findet die Idee von Freiheit gut und Selbstbestimmung? Hände hoch. Okay, wie heißt das? Wie heißt das? Was in der politischen Ideengeschichte, wie nennt man das? Liberalismus. Die Idee, dass wir Freiheit hochhalten, ist eine uralte Idee, Liberalismus. Wer findet die Idee von Fairness oder Gerechtigkeit gut? Hände hoch. Bin ganz bei euch. Wie heißt das? Bitte? Extremismus heißt das, habe ich hier vorne gehört. Nennen wir das eine sozialistische Idee, auch eine sozialdemokratische Idee. Diese Idee, dass wir das, was das Leben reproduziert, schützen, wer findet die gut? Dass wir Lebendigkeit schützen. Oh, das sind jetzt nicht so viele, das liegt vielleicht am Publikum. Na gut, Nachhaltigkeit. Und jetzt kommt eigentlich die Preisfrage. Wie heißt denn das, wenn wir Freiheit, Fairness und Nachhaltigkeit zusammendenken? Was ist das sozusagen für eine starke politische Idee und Vision, die diese drei Strömungen zusammenbringt?
Auflösung folgt auf dem Fuß. Ich nenne das Commons. Mir ist im Übrigen eigentlich ziemlich egal, wie wir das nennen. Solange alle Lösungen, die wir finden und die wir entwickeln, sozusagen diese drei Aspekte, dass wir frei sind zu entscheiden über die Sachen, die auf unseren Teller kommen, dass wir frei sind zu entscheiden über die Sachen, mit denen wir sozusagen kreativ sind, arbeiten und tätig werden und dass wir dabei sozusagen so weise sind, auch dafür zu sorgen, dass die nächsten Generationen das noch machen können. Ich nenne das Commons und das Coole daran ist, okay, das Coole daran ist, dass es für diese Idee Praktiken und Vorlagen eigentlich in der ganzen Welt gibt. Man kann ja Commons sich nicht am Schreibtisch ausdenken. Ich sitze zwar viel am Schreibtisch und schreibe viel darüber, aber in Wirklichkeit hole ich alles sozusagen, was ich da aufschreibe, hole ich von solchen Vorträgen, von solchen Impulsen, von Praktiken in aller Welt. Denn da kommen wir schon zur nächsten Gemeinsamkeit. Saatgut wird seit 5000 Jahren geteilt. Man kann, und das werden auch alle Programmiererinnen und Programmierer, die hier sitzen, wissen, man kann auch keinen guten Code alleine schreiben. Man kann auch Saatgut nicht pflegen, züchten, weiterentwickeln und an die lokalen Bedingungen alleine anpassen. Also zu dieser Idee von Freiheit, Fairness und Nachhaltigkeit gehört noch was anderes, nämlich dass wir das zusammentun. Dass es irgendeine Form von Interaktion gibt, in der wir uns nicht über den Tisch gezogen fühlen und auch nicht fremdbestimmt und fremdkontrolliert. Und da kommt mein letzter Punkt und meine letzte Parallele. Vor etwa anderthalb Jahren oder so, zwei Jahren, wo hat Monsanto angekündigt, dass irgendwie die jetzt sich mit Bayer verheiraten wollen oder umgekehrt. Ja, also diese Idee, dass wie wir das Saatgut herstellen und wie wir gleichzeitig alle Unkräuter und Beikräuter bekämpfen und also die Pestizide, die wir auf den Acker bringen und das Saatgut, was wir auf den Acker bringen, dass das aus einer Hand kommen soll. Als nächstes kommt dann noch die Landmaschinenindustrie dazu. Genau, diese Fusion hat ziemlich viel Wirbel verursacht. Und trotzdem, man fragt sich immer, wozu es Kartellämter gibt, sozusagen wird sie durchgewunken. An dem Tag, als das öffentlich geworden ist, hat es eine Initiative von Bäuerinnen und Bauern gegeben, die haben gesagt, okay, wenn der Staat nicht mehr unser Recht schützt, unser Saatgut zu pflegen, weiterzuentwickeln, die eigenen Hände zu nehmen, dann müssen wir das selber tun. Und sie haben eine Open-Source-Seed-Lizenz entwickelt und haben sich inspiriert von den rechtlichen Innovationen, die wir aus der Open-Source-Szene kennen. Und damit kommt endlich zusammen, was zusammen gehört und alle Hacker auf den Acker. Dankeschön. Ich höre da was im Hintergrund. Kommt alle noch mal schnell nach vorne. Denn ich fürchte, ihr bleibt sitzen. Ich fürchte, da wird jetzt gleich was passieren. Meine Tröte? Deine Tröte, Moment. Kommt sofort. Tröte kommt, bringt eure Tröten mit. Und ich sage nochmal Danke an alle 8 Sporangistinnen und Sporangisten. Ich hoffe, in eurem Köpfen ist jetzt gerade genauso viel Gewitter wie in meinem und ich versuche das alles noch zusammenzubinden. Dankeschön. 3, 2, 1. Sporangium. Sporangium. Was ist das denn? Und damit ist der besondere Teil des Abends eröffnet. Folgt den Gesängen und ihr werdet das Glück finden. Dankeschön fürs Kommen. Wir sehen uns nachher in anderer Form wieder. Kannst du noch mal das Video abspielen? Das Video. Das ist doch nicht vom Ton. Folgt den Jodlerinnen. Habt noch einen schönen Abend. Überlegt euch heute schon mal, ob ihr vielleicht morgen in der Küche helfen wollt oder beim Austeilen oder beim Abwaschen, damit morgen alles schneller geht. Bleibt auf jeden Fall noch hier. Es gibt ein Konzert mit diesen wunderbaren beiden Damen da oben.